青青自矜，悠悠我心。青青自佩，悠悠我思。was für eine Scheiße。Nun dachte ich, könnte rüber über die Grenze, aber nein, Grenze geschlossen, bis 0 Uhr. Das kann doch alles nicht wahr sein. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Warum ist die Grenze zu? Ist doch nichts. Wir haben bestimmt wieder irgendwelche Beamte durchgedreht sein und einfach mal beschlossen haben, die Grenze zu schließen. Mann, ey, deswegen stehen auch die LKWs kilometerlang hier schon an. Das kann nicht sein. Bis 0 Uhr muss ich jetzt warten. Oh. So zum Kotzen ist das, ey. So eine Scheiße, ey. Mann, ey, da hinten. 2 Meter. Und ich bin in China. Das wird doch wohl mit Fahrrad machbar sein, darüber zu kommen. Mann, ich bin auch kein LKW oder kein Auto. Oh, nee. Ab. Wir haben es jetzt gerade mal 9 oder so. Bis 0 Uhr warten. Kann jetzt ganz in Ruhe mein Zelt aufbauen. Ja, und schlafen bis dahin. Und dann in der Nacht noch rüberfahren über die Grenze. In der Nacht. Ah, hat in Kasachstan schon gehabt in der Nacht. Was doch scheiße ist das? Mann, ey, das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein. Vorne. China. Bau bloß da durch das Tor durchfahren. Und dann wäre ich in China. Aber nein. Irgendeiner hat wieder was dagegen, ey. Mann, ey. Die erste Hürde ist genommen. Der erste Kontrollpunkt. Kirgisistan, goodbye, ist geschafft. Das ist jetzt näher schon China. Jetzt geht es zum chinesischen Kontrollpunkt. Und dann bin ich offiziell in China. Was lange währt, wird gut. Trotz der Wartezeit gestern ging es auch relativ fix heute Morgen. Zumindest der erste Kontrollpunkt. Mal schauen, wie es auf der chinesischen Seite aussieht. Dos vidania, Kirgisistan. China, ich hab's geschafft, ich bin in China. Boah, geil, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bin sprachlos. Die chinesische Flagge, geil. Boah, cool, geiles Gefühl. Jetzt kommt als nächstes Peking. Und dann habe ich meine 12.000 Kilometer Tour endlich geschafft. Boah, geil. Geile Sache. Thank you.
Was? Das ist der letzte Schluck, den ich hab. Und es ist kein Ende in Sicht. Kein Haus, keine Stadt, keine Tankstelle. Nix. Nur Wüste und Sonne. Aber zur Not muss ich ein Auto anhalten. Weil das reicht niemals. Die Tankstelle kommt 40 in 50 Kilometern. 50. Was ist das? Scheiße. Gleich ist es wieder soweit. 7000 Kilometer. Tag 96, glaube ich, heute. 7000 plus 5 sind 12.000. Yes! Ja. 7000. Oh. Oh nein. Mein Mund ist so trocken. Ich hab Durst ohne Ende. Aber Leute, 7000. Hier! Yeah. Oh. Oh Gott, geil. Oh. 7000 in der Taklamakan-Wüste von China. Oh, mir ist die Spucke weg. Mir bleibt die Spucke weg. Ja, 7000, yippie, yeah. Gut. Ja, weitere 4000. Gut. Scheiße. Gestern Fieber. Heute ist die Beziehung vorbei. Ich kann meinen kleinen Sohn nicht mehr sehen. Alles Scheiße. Thank you.
kurz vorm Ziel. Kurz vorm Ziel. Weg und zu Hause. Und dann sowas. Scheiße. Die ganze Zeit. Ganze Kraft. Bin so gefreut. Endlich in China. Nur wenige Tage. Dann wäre ich wieder zu Hause. Bei meinem kleinen Sohn. Jetzt alles vorbei. Eine Scheiße. Kein Bock mehr. Soll ich noch weiterfahren? Wartet keiner mehr. Keiner. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Auf geht's. Die letzten zwei Tage werde ich mal ganz schnell vergessen. Es war alles scheiße gelaufen, wie es jetzt gekommen ist, aber mein Ziel steht fest, Peking, und daran werde ich festhalten, egal was passiert, und es kommen auch wieder bessere Tage. Dort führt mein Weg lang, dort geht's nach Peking. Nochmal tief Luft holen und dann starte ich durch in ein neues Leben. Ich sitze jetzt in dem Büro von der Visastelle. Die Dame ist gerade rausgegangen mit meinem Ausweis. Ja, ich bin K.O. Hin und her, hin und her. Ich weiß gar nicht, wie oft ich heute schon das Taxi genommen habe. Aber schon unzählige Male. Ja, vom Hoffen, dass das klappt. Hier ist der Antrag, den muss ich jetzt bloß noch abgeben und dann heißt es warten zwei oder drei Tage und dann habe ich meine Verlängerung in den Händen. Jetzt ist es soweit. Ich habe gerade einen Anruf erhalten auf mein Hotelzimmer von der Behörde, von der Visumbehörde hier.
Ich dachte, ich kann mein Passwort jetzt abholen. Bin mal gespannt, wie viele Tage ich jetzt bekomme, ob ich jetzt wirklich meine 30 Tage bekommen habe oder weniger. Also weniger als 20 dürfte es auf gar keinen Fall sein, weil das schaffe ich sonst nicht. 20 bis 30 wär super. So, wir sind gleich da. Da vorne. Das kleine Häuschen da. Da vorne muss ich rein. So, drückt mir die Daumen, dass alles klappt. So, das ist die Tür. Da muss ich jetzt rein und ich berichte gleich wieder, wenn ich draußen bin. So Leute, ich muss mich erstmal in den Schatten setzen. Das ging relativ fix eben. So, jetzt zeige ich euch mal mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Die Rechnung 168 Yuan, das sind 20.000 Euro. So, und jetzt kommt es. Tada! Mein Visum, mein verlängertes Visum für China. Ich habe jetzt bis zum 23. September Zeit. Heute ist der 26. August, also 27 Tage, 28 Tage Zeit, um nach Peking zu kommen. Das ist mehr als genug und mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich kann meine Fahrt heute weiter fortführen und ich bin so glücklich. Mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk hat geklappt. Nach Anfangsschwierigkeiten hat es jetzt aber doch letztendlich geklappt.